Ja, hallo zusammen. Einführung. Ja, Jungs, was denn nu? Hallo. Was? Aufwachen, aufwachen. Guten Morgen. Ja, wir haben gerade eben darüber diskutiert, dass wir eigentlich etwas chaotisch sind in unserer, wie soll ich sagen, Quatsch. Doch, haben wir. Quatsch. Doch, haben wir. Ja, wir haben aber darüber diskutiert. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht, kann man jetzt, glaube ich, nicht abstreiten. Ja, haben wir, sind wir aber nicht. So. Alter. Total oberorganisiert. Ja. So, lass mal starten. Also hier, da ist übrigens der Alt-Ernie, ne? Der hat hier eben so die Einführung gemacht. Genau. Der Doomcloud ist mit dabei. Oh, der Esel nennt sich mal zuletzt, ne? Mist, ja, habe ich auch mal so gehört, ne? Genau. Ah, Miste. Und natürlich der Kaffeeonkel, der nicht der Esel ist. Aber der Kaffeeonkel ist heute zumindest Truppführer. Das kann man ja nicht bestreiten. Ja, der ist heute Truppführer, ja. Wir wechseln das immer ab irgendwie, nicht? Und Pro-Gamer. Und Pro-Gamer. Genau. Und der startet jetzt einfach mal die nächste Mission. Und Ligamaster. Ligamaster so. Auch. Oh. Oh, Kreislauf. Auch ich habe Kreislauf. Ja, ich auch. Oh. So jeden Morgen, jeden Abend. So, nichts geschieht. Ja, wir müssen uns erst einschweben. Das war ein langer Landeanflug diesmal. Ach da. Ja, ja. Das haben sie wahrscheinlich auch in dem Update geändert. Während er sich auf den Angriff auf die Allmacht vorbereitet, machen wir uns auf die Suche nach Kate und Ikora. Aha. Glücklicherweise haben wir ein ungewöhnliches Signal von Kates Geist reinbekommen. Es wird von einem Zentaur namens Nessus gesendet. Was seltsam ist, Zentauren sind eigentlich nur Felsbrocken in den äußeren Ecken des Sonnensystems. Ja, so ist das manchmal. Schwarzer Bildschirm. Oh ne, das ging bei mir ratzfatz jetzt hier. Ja, ja. Update. So viel dazu, dass hier nichts ist. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kates Position orten kann. Anhöhe nennt er das. Okay. Das ist viel nichts vor allen Dingen. Ein hohes Nichts. Besser das heißt, als wieder springen, ne? Das heißt am Ende nachher im schlimmsten Fall wieder springen. Weil wir das alle so gut können. Ja. Das ist ein Jump'n'Run fast schon mehr hier. Ja. Ich gehe dann hier mal runter. Ich verfolge Kates Signal. Ich glaube, ich hab da was. Decke in der Klemme! Ach. Was ist das für ein Ding? Wo zieht Kate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir Kate. Gut. Der Pathfinder ist auch da. Also neues Ziel haben wir hier. Ja, ja. Da, wo der Kaffeeonkel schon voller Elan hinrennt. Ne, immer doch. Pro-Gamer halt. Alter, dir ist schon bewusst, dass du das jetzt auch noch beweisen musst. Ne? Also ja, ich meine, hier einfach reden kann ja jeder. Naja. Da. Das Signal kommt von dem Schiffswrack. Guck, wieso macht er jetzt mit einmal so Stille irgendwie? Plötzlich fällt er zurück. So. Bist du hier, um Kate 6 zu retten? Ja. Oh, du bist nicht Kate. Kate 6 steckt zurzeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Er bewegt sich? Klasse. Was? Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber dann hilf mal. Ich werde nur darüber motzen. Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Sehr schön. Aha, was ist das jetzt hier? Gespaltene Persönlichkeit oder was? Ja, so ein bisschen. So, ich glaube schon, ja. Wenn man davon einer Persönlichkeit reden kann, ne? Das ist ja. Eine gespaltene KI. Genau. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ja, alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Failsafe, das Sicherungssystem der Exodus Black. Nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und da seid ihr.
So, so. Okay. Ah, fail wie fail? Wie gefailed, ja. Das habe ich gehört. Stets zu Diensten. Zentauren sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Oh oh. Eine Alien-Roboterform namens Vex haben eine 92,014% War das gewollt? Umwandlung des Zentauren-Nessus okay. erreicht. Absolut. Was für ein Glück, dass die Typen echt weit und hoch springen können. Ja. Ja. Also zwischendurch muss man dann doch mal abbremsen, ne? Sonst ja Fall. Kann das doof enden. Ja, unter Umständen schon. Kate, ist da jemand? Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich habe wie keine ist das Zeit passiert? Zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung, die Vex werden dich eliminieren. Oh oh. Ach, du ahnst es nicht. Oh. Hab ich ja voll Bock drauf. Stirb! So. Na, da hinten kommt läuft! Sehr schön. Oh, oh, oh. Aua. Von hinten bin ich nicht gut. Sehr schön. Pump. So, genau. Muss ich erstmal wieder ausprobieren. Wie ging das noch? Also idealerweise einfach auf den Kopf halten. Okay, aber das ist ja noch ganz nett hier, ne? Das Geballer. Naja, das ist nur zum Warmwerden. Wobei schmerzhaft ist es schon manchmal. Ja, schon ein bisschen, ja. Alter, von hinten, ey, die Drecksäcke. Wo bist denn du? Da. Merci. Wäre ich fast dabei gestorben, Alter. Hatte ich gesagt fast? Sagtest du, ja. Was? Sagte ich Pro-Gamer, oder? Mhm. Tüdelü. Alter, ja, kommen die schon wieder von hinten, die Säcke, ne? Alter. Zum Reinkommen. Mhm. Mhm. Ja, das war am Anfang auch so. Mhm. Das ist irgendwie schlimmer geworden. Geringfügig, ja. Irgendwie finde ich, dass Goblins anders auszusehen haben. Ja, ich auch. Ja, auch. Es sind halt Wex-Goblins. Na, solange da kein I im Namen ist, ist mir das egal. Weiter? Was ist denn hier? Oh Gott. Kate 6 wollte das Wex-Portalsystem manipulieren. Er steckt in einer nichtlinearen Schleife fest. So, so. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn gewarnt. Hm. Aber er ist nicht der Hellste. Das läuft nicht gut. So, so. Sehr gut, jetzt ist mein Super auch aufgeladen, jetzt wo ich es vorhin hätte gut brauchen können. Und du kannst dich auch ein bisschen anstellen, ne? Ja. Mimimi. Ja, eindeutiges Mimimi. Umgewandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr aha. faszinierend. Jump Action. Viel zu begeistert. Ja. Yeah. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Auch gerade, aber ich glaube, das ist hier. Nein, geht's nicht, verdammte Scheiße. Ah doch, hier kann man aber lang. Nein! Da stand mir jemand im Weg. Was macht ihr da? Oh nein! Ich glaub, nein! Bisschen Fallschirmspringen versuchen, ohne Fallschirm. Habe ich auch gerade gemacht. Also mit viel Fall und wenig Schirm sozusagen. So. So. Darüber oder was? Ich warte mal ab. So da, glaube ich. Eigentlich so.
oder so ähnlich. Ah, okay. Nein, falsche Taste. Oh, leck mich. Was mich ein bisschen nervt, ne, ist, dass ich, dass man bestimmte Sachen nicht umbelegen kann, ne? Okay, habe ich noch nicht probiert. Ich schon. Die Tasteneinstellung ist nämlich für mich nicht ganz so glücklich als Linkshänder. Okay. Okay. Das ist doof. Oh, das war irgendwie knapp, hatte ich so den Eindruck. Ach Quatsch, niemals. Seid ihr alle da? Aber bei uns ja nicht, ne? Bei uns wird's nicht knapp, das ist alles nur Show. Richtig, wir wollen spannend machen. Was ist das für ein Typ? Ah, da kann man drauf schießen, okay. Das ist ein Hobgoblin, okay. Komm. Alter. Fratzengeballer, ja. Ja, super. Man sollte auch gucken, wo man hinläuft, um nicht abzustürzen. Merci. Au, 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 au. Nicht von hinten. Mann, Alter. Alter. Ups. Ihr seid gut dahin, die Wächs zu zerstören. Aber hallo. Geht so. Ich will gar nicht fragen, aber... Feldsafe, was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Sehr schön. Und der ist sowas von tot. da lang. Also ich... Da die Treppe hoch oder was? Darunter, glaube ich. Da, wo das leuchtet da, ne? Oder was? Sicher bin ich mir nicht, aber ich gehe mal darunter. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Ich habe das mal über die Treppe probiert, das könnt ihr haken. Die Treppe ins Nichts. Ja. Ich schwebe ins Nichts. Warum machst du das? Weil ich's kann. Ja, das reicht mir als Erklärung. Ich bin vollkommen zufrieden. So. Gut, gerade noch gebremst. Wer bremst, verliert. Ja, in dem Fall nicht. Sehr schön. Ja, ich weiß ja, habe ich toll gemacht. Ja, bin stolz. Wir haben Wex raufgenommen. Bitte begebt euch dorthin. Dann stecken wir doch auch fest wie Kate. Oh nein, mein Urteilsmodul ist viel verlässlicher als das der Kate-Einheit. Aha. Na, hoffentlich ist es nicht so verlässlich wie deine Persönlichkeit. Wer? Was? Mir war einfach nach Schießen. Ach so. Das hat man einfach mal so. Den Kaffeeonkel voll mit. Natürlich. Kate 6 ist ganz in der Nähe. Sehr schön. Ey, das ist aber echt fast Jump'n'Run hier, ne? Ja. Und das wird noch schlimmer. Mhm. Sehr viel schlimmer. Da gibt's so ein paar Questen. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Leider. Okay, hier wird's wieder... Weil sie schweben, das macht es einem schon manchmal ein bisschen schwierig irgendwie. Sehr schön. Ach, da ist er ja. Ja, ja. Was ist das? Eine Hydra? Ach, okay, du ahnst es nicht. Kümmere dich erst darum, dann um mich. Du ahnst es nicht. Aua, 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 aua. Hör doch mal auf hier. Au. Aua. Taste. Warum macht die das? Weil sie es kann. Oh. Danke. Jo. So, ich gehe erstmal wieder, ne? Abgeprallt. Ich auch. Hey, wie scheiße war das denn? Einfach, da hat die da hingeschossen und ich bin abgeprallt. Keine Muni! Du Flucht. Oh, ja. Aber wenn die einen erstmal ein Visier hat, ist aber schlecht, ne? Oh, jetzt kommen da auch noch andere. Ja. Sag mal, ist das Spiel irgendwie schwerer geworden seit dem Update, oder was? Nein. Nee, eigentlich nicht. Oh, oh. Hydra, hahaha. Hältst du mal einfach die Klappe vielleicht? Wäre auch gut. Finde ich ganz nice eigentlich. Autsch, was war das? Ach, da war die hinter mir, die Sau. Alter,
Stirbst du viel? Oh, 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 oh. Shit. Wie kann man auch Harpax der Konvergenzgeist heißen? Ja, ist eine gute Frage. Alter. Boah, das war, das keine war gute jetzt Idee. Nicht so klug, Kaffeeonkel. Ich glaube, da sind wir alle drei draufgegangen, was? Yep. Das ist aber selten. Stimmt. Ja. Aber ja, bei der Quest und bei dem Level kein Kunststück. Okay. Hey, du machst das super, glaube ich. Echt? Ich glaube, ich sollte mal die Energiewaffe ausrüsten für das Aas, oder? Weiß ich nicht. Oh, oh, oh. Ist auch nicht viel besser, macht auch nicht mehr Schaden. Nee, du musst halt immer dann erwischen, wenn sie... Wenn sie die Lücke macht, genau. Ja, ja. Das ist nicht zwingend einfach. Nein. Vor allem ach, dann noch, wenn du noch von allen Seiten beschossen wirst gleichzeitig. Wollte ich nicht sagen. Muss ich weiß weg. Auch nicht, ob die Gegnerwellen vielleicht irgendwann mal aufhören. Boah, die tauchen ja auch plötzlich überall auf. Yep. Alter. Komm, ouch. Dumme Süch, ey. Ey, 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 ey. Und dann gleich so ein paar. Alter, ich kriege voll auf die Fresse. Au, 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 au. Nein! Kleiner Tipp, einfach liegen lassen, weil so. Retten ist hier gerade... Hm, ich glaube, jetzt... Doomcloud, das wird... Ja, ich muss ja, ich bin der letzte Hüter, weil ich die ja auch nicht hin. Alter, du hättest ja auch einfach überleben können. Alter, Alter. Das reicht doch. So. So, erstmal wieder Leben irgendwie auf. So, erstmal ein bisschen aufräumen. So. Ein bisschen ruhiger hier, oder kommt mir das so? So, Alter, Alter, Alter. So. Wie ist denn das aus? Oh, da kommen noch ein paar. Sehr schön. Stirb! Heieiei. Ist eine Bombenstimmung wieder mal. So ein bisschen. Bisschen was los hier auf der Party. Gute Arbeit! Ja. Jetzt komm hierher, bevor ich wieder verschwinde. Ja, dann verschwinde halt nicht. Schnell! Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate? Was hast du? Stopp, 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 stopp! Hör zu! Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal! Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Na super. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Oh, verdammte Axt! Hast du mir nicht zugehört? Ob sie ihn wohl deshalb nie aus dem Turm lassen? Leute, ich glaube, unsere erste Folge ist drin, oder? Ich glaube ja, auch. Ich denke auch oder so. Jetzt muss ich noch ein bisschen. Das war also ein netter Einstieg heute für den Spielabend hier. Ja, absolut. Absolut. Finde ich auch. Wird spannend, würde ich sagen. Definitiv. Epische Gefechte. Naja, episch auf die Fresse für uns. aber das steht auf meinem Blatt. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal. Ihr seid heute extrem spontan, stelle ich mir fest. Also, ja, ich wünsche euch noch alles. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.